Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum Hardware-Video vom M100 Instant Photo Printer. Wir haben hier alles vor uns liegen, was wir dabei haben. Wir haben schon Unboxing gemacht. Wir haben einmal eine Packung mit Fotopapier. Dann haben wir den Printer an sich. Dann haben wir so eine Kassette, wo das Fotopapier reinkommen soll, denke ich mal. Dann haben wir ein Ladegerät. Dann so eine Druckerkartusche. Ich denke mal, das wird praktisch das für sein. Und ein Anleitungsheft, wo ich schon die deutsche Seite aufgemacht habe. Ich habe noch nicht die Software installiert. Wir machen alles von Anfang an zusammen und gucken mal, ob alles gut klappt und ob wir den zusammen rechtzeitig einsatzbereit kriegen. Müssen wir erstmal gucken. Hier steht, irgendwo ist hier die Software denn. So, hier haben wir doch. Über diese Webseite, also https://mopria.org/print-from-android, kann man sich die App runterladen. Und so in etwa sind auch, nee, die sind global, Line, ja, das für den PC und iOS sind es komplett andere Adressen. Ich habe gedacht, das ist die gleiche, aber okay. So. Aber wir werden das natürlich über den QR-Code machen, der hier drauf ist, zur Webseite. Und da haben wir dann gleich die App. Ich zoome mal ein Stück ran. Und so, da haben wir die App, die werden wir jetzt installieren. So. Ich habe die App. Ich werde mal ein Stück rausnehmen wieder. Mausi, geh mal bitte runter. Du bist ein bisschen kamerageil, ich weiß, aber hat auch ein schönes Design. Ich hoffe, ihr könnt einigermaßen was erkennen. Und jetzt sollen wir uns anmelden. Das werde ich mal schnell machen. So, E-Mail-Adresse. Und. Ah ne, ich muss erstmal das hier anmelden. Deutschland. Bestätigen. So. Ich habe einen Verifizierungscode bekommen. Kopieren. Einfügen. Absenden. Zulassen. 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 Start. So. Also ich habe erst die E-Mail-Adresse eingegeben, habe dann gesagt, ja, ich bin kein Roboter, und dann sende mal. Und dann kam auch ruckzuck der Verifizierungscode, den gibt man dann in die zweite Zeile ein, nochmal absenden, und jetzt können wir hier praktisch einen Drucker hinzufügen. So weit sind wir aber noch nicht. Wir machen das wirklich
So wie die Anleitung uns das sagt. So, wir haben nämlich die App jetzt erstmal drauf. Zubehörliste. So. Okay. Wir sollen die Seitenklappe öffnen. Das ist die auf dieser Seite. Ich zoome mal ein bisschen raus, damit ihr das sehen könnt. Also das ist der komplette Drucker, den hatten wir uns ja schon angeguckt. Wir haben hier praktisch vorne eine Öffnung, einen An- und Ausschalter. Hier sind drei LEDs für An, Schraubenschlüssel, ich denke mal, wenn er was macht und wenn er Empfang hat. Auf der Seite ist nichts. Hinten haben wir dann nochmal den Stromanschluss und einen USB-C-Anschluss, würde ich, ja, einen USB-C-Anschluss. Wir haben aber kein USB-C-Kabel hier mit bei. Und dann haben wir dann nochmal, also wird es wahrscheinlich für den PC sein, USB-C auf USB-C. Oder man müsste gucken, ob USB-C zu normal USB vielleicht auch geht für den PC. Also praktisch ein Handykabel. Und dann haben wir hier nochmal einen Schlitz. Unten haben wir vier Standfüße, schön gummiert, damit er nicht rutscht. Oben haben wir hier so eine Vertiefung. Ich weiß nicht, ob ihr das richtig erkennt. Doch, jetzt könnt ihr das erkennen. Wo auch magnetisch ist. Wo diese Fotoplatte dann drauf hält. So, aber wir machen erstmal weiter. Ich schiebe das alles erstmal rüber. So, und wir sollen praktisch jetzt diese Seitenklappe öffnen. Und dann sehen wir praktisch hier das. Grad und dort sollen wir dieses Ding hier reinmachen. Jetzt muss ich mal gucken, wie das kommt, denke ich mal. So rum. Ich hoffe, ich bin noch richtig. Ja doch, da ist so ein gelber Haken. Und hier haben wir so eine Aussparung. Zack. Und jetzt ist es drinne, auch verankert. Und wenn wir später rausholen wollen, um zu wechseln, einfach nur hochmachen. Und jetzt springt auch richtig raus. Da. So. Dann einmal zumachen. Steht auch hier, Seitenklappe schließen. Dann sollen wir Auffüllen des Fotopapiers. So, haben wir schon mal einmal Müll. Und zwar sollen wir die Fotokassette nicht so und dann wegklappen aufmachen. Wir sollen so lang aufmachen. So. Und dann sollen wir das wegschieben. Einsatz der Papierkassette. Ach so. Ach so. Okay. Gut, jetzt müsste ich nur wissen, weil ich musste das ja erstmal rausholen. Ich kann ja das hier schlecht so reinmachen. Jetzt müsste ich nur wissen, wie das Papier da reingelegt wird. Ach ja, hier ganz... Wenn man hier ganz genau hinguckt, ist hier auf dem Papier eine gestrichelte Linie. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt.
Da ist eine gestrichelte Linie. Und die andere kann man halt nicht sehen, weil sie da drunter ist. Also soll praktisch mal gucken, wo ich es aufkriege hier. So, soll das praktisch mit der glänzenden Oberseite, hier sieht man die gestrichelte Linie. Ich will das jetzt nicht direkt anfassen, umdrehen. Hier sieht man es nämlich nicht so deutlich. Ich denke mal, es soll mit der glänzenden Oberfläche nach oben. So, dann legen wir das hier ein. So, machen das hier einmal zu. So. Machen das auch nochmal zu. So. Und dann ist das hier geschützt. Und wenn wir dann halt gerade nicht drucken, dann können wir das praktisch hier oben rauflegen und es spart Platz. Wenn wir es benutzen, müssen wir gleich hinten ranschieben. Da bin ich mal neugierig. Ich muss erstmal noch den Strom anschließen. Der sollte eigentlich lang genug sein. Er ist lang genug. Ich mache den Müll beiseite. Und dann so. Also wir müssen ihn jetzt erstmal zuweisen, den Drucker dann. Hier ist dann erklärt, wie wir die Ersatztintenpatrone einsetzen. Das ist, wie ich euch gesagt habe. So. Mehr als 10 cm soll Platz sein. Und hinten, wenn der Drucker nicht verwendet wird, genau. So. Aber ich würde sagen, wir verbinden den jetzt erstmal mit dem Smartphone. Dann müssen wir auf diese Seite. Methoden. Also wir haben hier 5 verschiedene Methoden, wie wir den Drucker verbinden können. Drucker mit der Lion Photo App verbinden. Das wollen wir machen. Drucker mit Android-Gerät verbinden. Drucker mit iOS-Gerät verbinden. Drucker mit USB an den Computer verbinden. Drucker über WLAN mit dem Computer verbinden. Also einmal per Kabel und einmal per WLAN. Warum? Ja, Android-Gerät, man kann ihn wahrscheinlich mit einem Android-Gerät so verbinden. Aber wir machen das halt über die App direkt, damit wir auch vernünftig ausdrucken können. So, mit der Foto-App verbinden. Stellen Sie sicher, das Gerät mobile. Ach so, okay. Wenn wir den Drucker direkt mit dem Smartphone verbinden wollen, der hat einen mobilen Hotspot. Und da sollen wir das Smartphone praktisch darauf koppeln. Wir machen aber die App-Variante. Weil ich denke mal, das wird nicht über. Mit der App wird es dann auch ein bisschen besser sein zu drucken. Da kann man dann auch wahrscheinlich Fotos ein bisschen bearbeiten oder so. Öffnen Sie App. Befolgen Sie App-Anweisungen, Hinweis. Der tatsächliche Vorgang kann aufgrund von Line-Foto-App-Upgrades
Variieren, okay. Stellen Sie sicher, dass das Gerät mit dem WLAN-Hotspot des Druckers verbunden ist und der WLAN-Hotspot anzeigt, blau leuchtet. Okay. Also sieht eigentlich ganz kinderleicht aus. Wir machen den erstmal in Strom. Und an. Jetzt leuchtet es weiß. Und jetzt leuchtet es bräunlich. Wo war denn die Erklärung? Ah, hier. Das war dieses Symbol Licht aus, Funktion aus, Licht an, Funktion an, blaues Licht mit mindestens einem Gerät verbunden, funktioniert, okay. Also braun, es hat jetzt den mobilen Hotspot jetzt offen, also gehen wir jetzt einfach hier auf WLAN, suchen WLAN-Geräte, was wir hier haben. Hier habe ich schon den Line-Fotodrucker. Da fragt er nach dem Passwort. Kennwort lautet. Aha, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verbinden. Also ein Standard-Kennwort. Wir sind mit dem Drucker verbunden. Wir haben jetzt auch gleich, die Lampe ist umgesprungen von gelb leuchtend auf blau leuchtend, weil wir mit einem Gerät verbunden sind. So wie es in der Anleitung steht, also ist auch wirklich gut erklärt. So, und wir sind jetzt hier, Drucker hinzufügen. Drucker nicht gefunden. Stellen Sie sicher, dass der Drucker und WLAN-Anzeige orange leuchten. Wählen Sie Systemeinstellung des Telefons. Wählen Sie WLAN-Verbindung aus. Kennwort, hier steht auch nochmal drinne. Kehren Sie nach der Verbindungsaufbau hierher zurück. Tippen Sie auf Weiter. Habe ich ja eben gemacht. Aber vielleicht war es noch nicht richtig verarbeitet. Drucker nicht gefunden oder Verwendung fehlgeschlagen. Verbinden Sie den Drucker mit. Okay, also nochmal gucken. So. Dann wählen Sie während des Druckers. Aktualisieren der Firmware. Schalten Sie den Drucker bei Fehler aus. Okay, also. Ich habe den jetzt da mit der App verbunden, aber er will nicht. So, wir haben jetzt so nochmal Strom rein. So, Foto haben wir gemacht. Bei Android-Geräten wird nach Umschalten des WLAN-Signals auf das WLAN-Hotspot das
des Druckers eine Meldung angezeigt, dass möglicherweise nicht verfügbar ist. Beheben Sie WLAN-Verbindung bei, laden Sie den Computertreiber herunter, installieren Sie. So, also irgendwie, scroll gerade mal hier ein bisschen. Öffnen Sie App. Und befolgen Sie die Anweisungen, um ein Gerät hinzuzufügen. Finden Sie das Gerät in der Liste auf der Startseite nach erfolgreicher Verbindung. Also es soll wohl auf der Startseite nach erfolgreicher Verbindung sein. So, Drucker hinzufügen. Leuchtet, wählen Sie Systemeinstellung des Telefons. Ja, bin ich ja. Mit Gerät verbunden. Internet nicht möglich, ja, das ist klar. Statisch. So, Modus immer aktiv lassen. So, ich bin jetzt sichtbar. Aktivieren. Leuchtet auch keine Lampe gerade auf. So, jetzt leuchtet sie blau. Vielleicht ist ja das der Fehler. Nee.
So, jetzt sucht er wieder. Hat aber gleich wieder gefunden. So, jetzt hat es funktioniert. Ich habe jetzt das gleiche gemacht wie eben. Ich bin dann halt über die App hier praktisch hier rein. Hab das jetzt deaktiviert gehabt. Bin auf mein normales Fritzbox WLAN gegangen. Und hab dann wieder zurück und wieder rein. Dann über die App hier umgestellt. Hab gesagt, hier Foto, wieder zurück. Und beim zweiten Mal hat er dann endlich beim Zurückkehren in die App gesagt, dass das Internet umgeleitet werden soll. Oder irgendwas stand da und ja, aber es hat funktioniert dann und wir sind jetzt mit dem Drucker verbunden. So, dann gucken wir mal, was wir, dafür brauchen wir jetzt die jetzt nicht mehr. Ich mache mal den Drucker auch noch ein bisschen weg. Guck mal, dass wir das hier noch ein bisschen ranzoomen, damit ihr so ein bisschen was seht. So. Ist halt ein bisschen schwer. So. Ausweisfotos. Klassische Fotos. Warte mal, da muss ich erstmal. Ja, da liegt die Kleine mit Nuckelflasche. Nee, das ist keine Nuckelflasche. Ach nee, da futtert sie einen Apfel. Liegt sie halbnackt im Bett und futtert einen Apfel. Ja, die muss ich. Dann muss ich pixeln. Ich habe jetzt gerade gar nicht so viele Fotos drauf. Das ist ja doof. So, aber egal. So. Das ist, was ich geknipst habe. Wir nehmen jetzt einfach mal, gucken mal, was wir noch hier haben. Der Drucker ist inaktiv. Wir haben auch eine Warteschlange. Da ist jetzt natürlich nichts drin. Wir haben hier oben ein Profil. Konto verknüpfen. Stellen Sie zunächst Internetverbindung her. Softwareversion. Den Internet, da werden wir jetzt erstmal kurz. Internetverbindung herstellen. Software. Bereits die neueste, aktuellste Version. Konto verknüpfen. Da können wir jetzt mit Facebook verknüpfen. Wollen wir jetzt nicht. Store. Da wird uns. Ah, okay. Da haben wir dann die Ersatzkartuschen und das Papier. Wir gucken mal kurz, wie teuer das ist. Bei Amazon. Ah, nee, ist der komplette Drucker. Für 159. Aber die werden doch hier irgendwie diese Ersatzsachen irgendwie doch verlinkt haben, hoffe ich doch. Ah, nee, da gibt es Patrone und Papier ist zusammen. Ah, okay. Kostet 21 Euro. Die gerade eigentlich, danke, ich hoffe, da haben wir Papier, da haben wir Papier und die Ersatzkartusche ist für Verpackung mit 40 Papier und mit Tintenpatrone für Format 100x150. Ja, 40 Bilder sind da drin, also 40 mal Papier ist da drin, also kann man 40 Bilder machen. Weil denk mal, das wird so ausgerechnet sein, eine Kartusche. So. Nachrichtencenter haben wir nichts. Nutzung, Dienst, Sprache habe ich Deutsch. So, und jetzt müssten wir ja rein theoretisch auch. Ausweisfoto, Verbindung aktualisieren. Ah, jetzt hat er ja keine Verbindung wieder.
Offizielle Webseite. Okay, gut. Also, wir haben wieder. Hier zurückgehen, zack. Und Ausweisfoto. USA Visa, Japan Visa, andere Visa. Ah, okay, da können wir das dann hier, haben wir die Umrandung und können das zuschneiden. Das ist ganz cool. So, aber wir wollen jetzt erstmal ein normales Bild ausdrucken. Klassisches Foto. Ich bin aber verbunden, wieso er sagt, ne, ich gehe. Was? Entschuldigung. So, klassisches Foto. Bin ich verbunden? Bin doch verbunden. Da haben wir das Signal. Zack. Für dieses Netzwerk nicht mehr nachfragen. WLAN-Netzwerk, Leinfoto. Hat keinen Zugang zum Internet. Verbunden bleiben? Ja. Okay. Zack. Und dann sind wir da. So, klassisches Foto und. Die Standardqualität ist Max-Papier. Tippen Sie auf Bearbeiten, um zu ändern. Okay. Jetzt können, haben wir das praktisch das Bild. Noch höher. So. Hier können wir dann sagen, mit Rand. Und können das Bild halt hoch hin und her schieben, weil es ist ja ein sehr großes Bild. So. Ich will aber halt. So, dann können wir drehen. Aber ich will halt zurück, 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 zurück. Nee, noch weiter drehen. So. Ohne. Moment. Oh, Entschuldigung, ich musste mir kurz die Nase schnauben. So. Und Polaroid, dann ist es halt so ein Stück kleiner. Hat man unten noch so einen weißen Rand. Ohne schneiden. Ja, dann wäre das halt so, weil es ein ziemlich großes Bild ist, macht das halt groß und es sieht dann halt jetzt auf dem Papier etwas schmal aus. Wir wollen aber randlos. Und wollen die Kleine halt schön. Mittig haben. Können wir noch ein bisschen zoomen. Und dann können wir sagen, dass es fertig ist. Wir haben auch Filter, die wir jetzt natürlich noch drauf machen können. Ich möchte aber keinen Filter, original. Erweitert haben wir noch. Wir können die Helligkeit anpassen. Oh, das ist cool. Ne? Kontrast können wir noch mal anheben. Schärfe. Nee, da macht doch da jetzt.
Die Sättigung können wir auch anheben. Können wir halt auch ein Schwarz-Weiß-Bild draus machen. Schatten. So, und dann können wir oben einfach sagen, fertig. Hinweis. Bei angepasstem Foto mit zu wenig Pixeln kann es das Ergebnis, ja, das hat aber eh noch Pixel. So, und das wollen wir jetzt drucken. Übertragung, jetzt ist es übertragen. Wir haben aber die Kassette noch nicht dran. Kriegen wir so ja mit Bild dargestellt, wie wir das machen sollen. Das müssen wir natürlich aufmachen. So, dann machen wir das hier auch auf, klappen das nach hinten und schieben das hier einfach rein. Es ist jetzt wirklich ganz easy, dadurch, dass wir das umklappen, ist das auch hier schön, wie auf so einem kleinen Podest, also ist nicht wackelig, gar nichts. Und er fängt jetzt hier auch sofort an, was zu machen. Hier zieht er gerade ein Foto. Hier, jetzt haben wir hier, wartet mal, ich zoome mal wieder raus. So, da, seht ihr das hier reingeschoben. Zack, und jetzt macht er halt vor, zurück. Jetzt hat er gelb gemacht. So, zack. Müsste blau machen, glaube ich. Oder grün? Nee, rot. Nee, auch gelb und... Gelb und blau ist ja grün. Nee, gelb und rot. Oh, Farben ist nicht mein Ding. Er macht halt mit drei Farben und kriegt dadurch ja das hin. Oh, und sieht wirklich gut aus. Fantastisch. Oh, das sieht richtig, also das sieht richtig gut aus. Also das hätte ich jetzt, also mit dem Ergebnis hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe ein Stück reingezoomt, es sieht trotzdem sehr scharf aus. Kann alles gut erkennen. Sieht gut aus. Also für das kleine Ding, holla der Waldfee. Dann kann man das hier halt auch dann da wegmachen. Ist ja cool. Er druckt auch ein bisschen über die Linie hinaus. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Also ihr braucht keine Angst haben, wenn ihr das bis zur Linie oder ein bisschen über die Linie macht oder bis an die Linie ran. Ja, oder, also, es geht nichts verloren. Also, nicht, dass er dann denkt, ihr seid überm Strich oder so. Ihr müsst das Bild halt nur immer bis zum Strich, also, oder ein bisschen drüber machen. Und dann geht euch auch da nichts verloren, dass ihr dann, wenn ihr das denn hier wegknickt, so, da wird das dann weggeknickt, geht euch nichts verloren vom Bild. Es sieht wirklich schön aus. Zeit ist auch recht schnell. Ja, ich zeige euch das mal, denn wenn wir das jetzt nicht mehr brauchen, einfach abziehen. Zack. Alle Klappen zu. Und dann steht er da. Frisst kein Platz großartig weg. Und wenn wir dann wieder mal brauchen, weil wir sagen, oh komm, jetzt ist gerade was Tolles passiert. Zack. Einfach aufschieben. Dann nach hinten klappen. Einmal nach unten. Seht ihr das? Das ist dann hier so drin. Und dann hier einfach ganz normal einrasten. Und dadurch, dass wir das umgeklappt haben, ist hier wirklich, da ist nichts schräg. Jetzt, ich habe ziemlich doll drauf gedrückt. Also hier ist wirklich, die Kamera hat ganz schön gewackelt, denke ich mal. Also ist cool.
Also ich bin begeistert. Ich habe ich noch eins zum Ausdrucken. Ich guck mal. Oh, das habe ich leider nicht mehr drauf. Oder? Gehen wir mal. Ich guck mal in der Cloud. Hier schläft sie. PlayStation Videos. Ich habe ein ganz tolles Bild, was ich auch auf dem Handy habe. Ich muss 2,4 Gigahertz. Ich muss erstmal mit dem Internet wieder verbinden. So, jetzt zieht er nämlich die ganzen Bilder. Kann ich die Cloud einsehen? So, jetzt muss ich noch ein bisschen weiter vor. Ich muss zum Februar. Weil da war Fasching. Hier flitzt sie mit ihrem Auto, mit ihrem Mercedes. Bei Dämmerlicht. Das hat so ja Licht, das Auto. Da steht die total drauf. Da hat sie vom lieben Soulfly gekriegt. Kriegst du, gehen an Soulfly raus. Da steht die total drauf. Und dann sitzt du mal da und hupt. Und jetzt mittlerweile auch die Musik. Vorher war immer nur an- und ausmachen, weil das Motorgeräusch kommt halt nur eine Weile. Und dann hat sie es ausgemacht, wieder an. Also mit dem Knopf ausgemacht, wieder angemacht, dann kommt wieder, ist wieder eine Weile Motorgeräusch. So, jetzt sind die Hunde vom. Ah, hier haben wir's. Das finde ich so toll. Herunterladen. Speichern. Habe ich sie nämlich auch geschminkt. Meine Prinzessin muss ja geschminkt sein. Ihr wisst gar nicht, wie schwer das ist, Lippenstift drauf zu machen. Oh, jetzt kann ich mir nicht entscheiden, welches Bild ich davon. Das kann ich mich nicht entscheiden. Wir nehmen. Welches nehmen wir denn? Die verkleidet sich nämlich total gerne, meine Tochter. Ich werde dann natürlich die Sicht pixeln, ist klar. Das herunterladen. Speichern. So. Erfolgreich heruntergeladen, erfolgreich heruntergeladen. So, dann werden wir mal gucken. Wenn wir das jetzt wieder umschalten auf den Printer. So.
Und wir machen das nächste Bild. Entschuldigung. Gott. So, dann müssen wir jetzt mal wieder die App öffnen. So, ein klassisches Foto. Aber wir können sie ja ein Foto machen. Gerade und das gleich ausdrucken. Das ist ja cool. Album. Download. Das wollen wir. Ich will nur gucken, ob ich es noch anpassen muss. Nö, das geht. Das geht so. Fertig. Weiter. Drucken. Und dann seht ihr das hier. Ich hoffe, man kann es vernünftig erkennen. Ich werde mal das Licht ein bisschen runterregeln. So. Könnt ihr vielleicht ein bisschen besser erkennen. Wir haben jetzt praktisch das Bild. Das ist so ein bisschen gräulich. Dann halt ein paar bunte Punkte. 1 von 1. Gelbdruck. Und dann seht ihr auch richtig, wie das Gelb rüber geht hier. Jetzt kommt Rot. Kühlt. Magenta. Hier steht nicht Rot, steht Magenta. So, jetzt nochmal kühlen. Jetzt kommt Blau. Und nochmal kühlen. Jetzt wird es laminiert. Ist beeindruckend. Und abgeschlossen. Beeindruckend, wie schnell das vor allen Dingen ist. Das kann ich euch so ja zeigen, weil sie da die Hand vom Gesicht hält. Ich finde das so toll. So nach dem Motto: Nicht schon wieder ein Bild, Papa. Nicht schon wieder. Finde ich toll. So, und dann machen wir noch eins. Da muss ich aber erstmal den Akku wechseln, oder? Das schaffen wir nur 3%. Ja, voll geil, das Teil. So, klassisches Foto. So, dann gehe ich auf Album. Das habe ich nämlich aus Versehen im anderen Album reingemacht. So, das möchte ich meiner Frau schenken. Jetzt kann die sich oben einrahmen. Das will ich auch gar nicht großartig bearbeiten. Das ist so, wie es ist. Das ist okay, oder? Warte, dann müssen wir doch mal bearbeiten. Ein bisschen kleiner machen. So. So, und das ist dann fertig. Und drucken. Ich bin beeindruckt. Der hier Druckzuck, der ist nicht laut. Die Qualität ist wirklich sehr gut. Also wüsste ich jetzt nicht. Ich bin auch kein Experte, muss ich dazu sagen. Ich fotografiere auch mit meinem Handy immer ohne irgendwelche Filterscheiße oder so. Und auch bei Instagram lade ich die Bilder auch immer ohne Filter hoch, weil ich davon kein Freund bin. Ich bin halt normal knipsen, machen, fertig. Und ohne irgendwelche Weichzeichnungsfilter und Schein von links, Schein von rechts, Schein von oben, was weiß ich, ist mir alles voll zu. Das ist mir alles Wumpe. Aber wüsste ich jetzt nicht, dass der kleine Kasten mir hier das Foto gerade ausgedruckt hat, ich würde denken, ja, da war Frauchen bei Rossmann und hat es ausdrucken lassen. Ja, dann wird dem Frauchen wahrscheinlich dann gleich in Beschlag nehmen wollen.
Weil die hat auch noch ein paar Fotos. Und dann wird sie erstmal fleißig drucken. Oh, süß. Richtig süß. Und toll. Die Farben sind kräftig. Die Augen kann man super erkennen. Man kennt den Lippenstift. Die kleinen Einzelheiten. Man kann alles super erkennen. Leider auch die Falten im Kleid, weil es ein bisschen geknittert war über Nacht. War nicht aufgehangen. Super. Also ich bin begeistert. Schöne gestochen scharfe Bilder. Zu Hause mit einem kleinen süßen Drucker, der hier auch. Machen wir gleich mal wieder alles weg. So, zack. Und selbst. So, einmal ausgemacht. Dann, man hat den Kabel weggepackt. Der liegt dann halt hinten am Tisch. Da zeige ich euch demnächst beim Odi mal shoppen, mal was für so Kabel. Da habe ich nämlich was bei Lidl gefunden. Und dann, wenn man noch Platz im Schubfach hat oder im Schrank, kann man das so ja im Schrank verstauen. Das nimmt nicht viel Platz weg. Ist alles zusammen. Dank der Kartusche hier, dass die halt magnetisch ist. Ja? Hält die hier super. Man kann das zusammen wegstellen. Man muss nicht. Und dann, ich weiß ja, wie ich bin, ja, dann, wenn man das zusammen macht und nicht magnetisch ist und das wegkommt und dann hat man, ja toll, jetzt habe ich den Drucker, wo ist die Kassette? Und so hat man hier alles schön kompakt zusammen. Also ich muss sagen, ich bin begeistert. Ich bin wirklich begeistert. Von mir ganz klar Doppeldaumen hoch. Klar, die Kassetten sind teuer. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Es ist aber für ein Heimgebrauch und ist eh, ich denke mal, das ist eher auch so gedacht, wenn man schnell für Oma was ausgedruckt oder ich weiß nicht, Passbild darfst du ja in Deutschland so nicht mehr machen, weil da muss ja biometrisch sein, aber für Oma mal ein Foto ausgedruckt oder mal für das Fotoalbum, wenn es mal schnell gehen soll, wenn da ein, zwei Fotos dazukommen sollen, dann ist das ganz cool. Oder ein paar Urlaubsschnappschüsse sichern oder so. Also da finde ich, oder wenn man im Urlaub ist und sich das dann, und man hat seine Speicherkarte und will ein paar sichern, da ist das super. Also ich bin begeistert. Von mir ganz klar, wie gesagt, Doppeldaumen hoch. Ich werde jetzt hochgehen, Frauchen das zeigen. Bin mal gespannt, was sie sagt. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich bei euch natürlich über einen Daumen hoch freuen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.